Herzlich willkommen zum AeroECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Botschafter Thomas Gremminger bei mir zu Gast, ehemaliger Generalsekretär der OSZE. Herzlich willkommen. Besten Dank für Ihr Interesse. Danke für die Einladung. Herr Gremminger, ich würde Sie bitten, vielleicht sich kurz vorzustellen und uns ein bisschen von sich zu erzählen. Ich bin ein Schweizer Karrierediplomat mit einer allerdings eher untypischen Karriere. Und ich habe eigentlich in meiner beruflichen Karriere mich primär mit zwei Dingen beschäftigt. Zum einen mit internationaler Zusammenarbeit, Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungspolitik. Habe zuletzt auch in den Jahren 2015 bis 2017 als Leiter der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz fungiert. Und die andere Hälfte meiner Karriere habe ich mich mit Fragen von Frieden und Sicherheit auseinandergesetzt. Und das ist auch der Grund, weshalb es mich nach Wien gebracht hat. Ich war zwischen 2010 und 2015 war ich hier der Schweizer multilaterale Botschafter, also zuständig für die UNO-Organisationen hier in Wien, aber vor allem eben auch für die OSZE. Und das war in einer interessanten Zeit, weil dann entschieden worden ist, dass die Schweiz im Jahre 2014 den OSZE-Vorsitz übernehmen würde. Und in diesem Jahr hatte ich dann den Vorsitz über den Ständigen Rat der OSZE. Das ist das Gremium, in welchem sich jeden Donnerstagmorgen alle 57 Botschafter der OSZE-Teilnehmerstaaten treffen. Und Sie mögen sich erinnern, das war das Jahr der Ukraine-Krise. Also wir hatten große Pläne vorbereitet für unseren Vorsitz, waren dann aber doch in einem großen Ausmaß eben halt mit dem Krisenmanagement in der Ukraine beschäftigt. Ich habe das Mandat der heute größten OSZE-Operation, der Sonderbeobachtungsmission in der Ukraine, der SMM, habe ich verhandelt und viele andere Dinge, mit denen wir versucht haben, die Krise in und um die Ukraine von einer weiteren Eskalation abzuhalten. Ich bin dann 2015 habe ich Wien wieder verlassen, bin dann eben zwei Jahre in Bern gewesen als Chef der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz und dann zurückgekommen im Sommer 2017 als Generalsekretär der OSZE und habe dann die OSZE von innen nicht kennengelernt und geführt. Die OSZE als Generalsekretär führt man einerseits das Sekretariat in Wien, das sind gut 400 Mitarbeitende, ist aber als Chief Administrative Officer zuständig für das Personal, für die Finanzen der gesamten OSZE. Das heißt also für sämtliche 16 Feldmissionen, inklusive eben der großen Ukraine, Mission für die drei Institutionen, das ODIHR in Warschau, der Hochkommissar für nationale Minderheiten in Den Haag und die Beauftragte für Medienfreiheit hier in Wien. Das sind dann gegen 4000 Mitarbeitende und wenn Sie das gesamte Budget aufaddieren, dann kommen Sie auf so ungefähr 350 Millionen Euro. Ja, und mein Mandat ist letzten Juli ausgelaufen, leider nicht verlängert worden, und sodass ich jetzt schweren Herzens Wien verlassen werde, nach Genf ziehen und dort das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik übernehmen. Zu dem jetzigen Beruf kommen wir dann vielleicht später. Ich möchte gern, wenn Sie gestatten, bei der OSZE bleiben. Wie ist denn Ihre heutige Sicht der Dinge, was die internationalen Krisen betrifft, wenn man es vergleicht mit vielleicht vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren? Hat sich da was geändert? Ist die internationale Macht oder auch der Einfluss einer OSZE gewachsen oder weniger geworden? Kann man das irgendwie vergleichen? Was ich jetzt festgestellt habe in den letzten Jahren ist, dass ist ein Paradox. Zum einen
nimmt der Bedarf an Kooperation zu, wenn es darum geht, Konflikte zu managen, zu lösen, wenn es darum geht, auf Sicherheitsbedrohungen und Risiken zu reagieren. Ja, denken Sie beispielsweise nur an alles, was den Cyberraum anbelangt. Aber andererseits schrumpfen die Dialogräume und die Skepsis gegenüber multilateralen Institutionen, Organisationen nimmt zu. Es gibt immer mehr die Überzeugung, dass man Probleme unilateral, allenfalls bilateral lösen kann. Und diese regelbasierten Ansätze, die uns doch relativ viel Frieden und Stabilität über die letzten 30 Jahre beschert haben, die sind mehr und mehr unter Druck gekommen. Und das habe ich natürlich auch in der OECD festgestellt. Also Sie sehen eine zunehmende Polarisierung unter den Schlüsselakteuren der europäischen Sicherheit. Haben Sie sich denn diese Gespräche, diese Diskussionen, diese Vermittlungsaktivitäten im letzten Jahr seit der Covid-Pandemie für Sie dargestellt? Das muss ja unheimlich schwierig geworden sein, miteinander zu kommunizieren, auch sagen wir mal, Kriegsparteien an einen Tisch zu bekommen und irgendwelche Vereinbarungen zu schließen. Wie macht man denn das in Zeiten einer Pandemie? Es ist natürlich so, dass Corona die Schwierigkeiten noch massiv erhöht hat. Ich muss sagen, wenn es darum geht, eben unser Kerngeschäft, die Dialogplattform zu betreiben, ist es uns schnell und gut gelungen, vielleicht auch, weil die OECD nicht so riesig ist wie andere internationale Organisationen, es ist uns schnell gelungen, umzuschalten. Und wir haben im Frühjahr 2020 die Frühjahrspause 2 Wochen plus eine zusätzliche Woche gebraucht, um die ständigen Ratsmeetings, also eben die Treffen der Botschafter jeden Donnerstag online wieder aufzunehmen. Also das ist rasch gelungen. Auch weil wir zum Teil den Mut hatten, unkonventionell zu sein. Und wenn mir die Leute gesagt haben, dass Zoom und Webex auf ihren nationalen Systemen nicht erlaubt ist, dann habe ich ihnen halt empfohlen, einen Laptop zu erstellen und eine Standalone-Lösung aufzubauen. Und das hat dann rasch funktioniert. Also vordergründig zumindest Aufrechterhaltung des Dialogs, das ist gelungen. Wenn wir jetzt aber beispielsweise das ganze Konfliktmanagement anschauen, die Verhandlungsformate bezüglich des Transnistrien-Konfliktes, des Bergkarabach-Konfliktes oder eben halt auch die trilaterale Kontaktgruppe, die zu Russland-Ukraine verhandelt, hat man klar festgestellt, es ist sehr viel schwieriger geworden. Es ist aber dann trotzdem gelungen, letzten Juli eine Erneuerung des Waffenstillstandes zu beschließen, online. Also es ist schon möglich, wenn der politische Willen vorhanden ist, ist es auch online möglich. Es wird nicht einfach online, aber es ist möglich. Und diese Wiederbestätigung des Waffenstillstandes hat dann, ja, ich würde sagen, ein gutes halbes Jahr die Waffenstillstandsverletzungen auf einen absoluten Tiefpunkt gebracht. Und hätte eigentlich auch ein Fenster geöffnet, um in der Substanz in Richtung Konfliktlösung vorwärts zu kommen. Das ist leider nicht passiert. Wenn man sich diese Krisen ansieht, dann gibt es ja eine, ich denke, eine öffentliche Seite, die den Fernsehzusehern immer wieder präsentiert wird. Da gibt es Säbelrasseln, da gibt es, der eine will nicht mit dem anderen sprechen, aber es gibt mit Sicherheit eine diplomatische Seite dahinter, oder? Ja, ist das entkoppelt? Das heißt, wenn die, sagen wir mal, die Staatspräsidenten sagen, sie sprechen nicht miteinander, werden ja die Diplomaten trotzdem miteinander reden. Oder gibt es auch Situationen, wo die Tür total zugeschlagen wird? Es gibt beides, nicht? Also das
Idealer ist natürlich, wenn öffentliche und vertrauliche Diplomatie, wenn die übereinstimmen, nicht? Also wenn dieselben Diskurse öffentlich wie vertraulich geführt werden, aber das ist gerade wenn es um Konfliktlösung geht, eher selten der Fall. Also das heißt mit anderen Worten, dass es einen öffentlichen Diskurs gibt, der unter Umständen sehr viel harscher ist als der vertrauliche Diskurs, das ist eigentlich normal und per se nicht schlecht. Es ist halt manchmal erschreckend, wenn man das sieht und dann heißt es, was weiß ich, die weisen 10 Diplomaten aus, dann das Antwort weisen die auch 10 aus oder dann werden Zölle angehoben und so weiter. Da fragt man sich ja oft als Normalbürger, haben die überhaupt noch eine Gesprächsbasis dann? Ja gut, also die Frage ist natürlich berechtigt. Und in der Tat sieht man heute in dieser extrem polarisierten Situation häufig Situationen, wo gar nicht mehr gesprochen wird, wo es auch keine vertraulichen Krisenkommunikationssysteme mehr gibt, nicht? Und das ist sehr besorgniserregend. Es gibt bezüglich gewisser Konflikte, das weiß man. Man weiß beispielsweise, dass es bezüglich Syrien eine Krisenkommunikation gibt zwischen Washington und Moskau, nicht? Es gibt aber andere Kontexte, wo diese Krisenkommunikation nicht mehr existiert, nicht mehr funktioniert. Und das ist besorgniserregend. Und auch die Diskrepanz, nicht, zwischen öffentlichem und vertraulichem Gespräch, die darf nicht zu groß sein, nicht? Weil sonst, wenn Sie öffentlich Feindbilder aufbauen, zementieren, nicht, dann verkleinern Sie auch die Spielräume auf der vertraulichen Ebene. Und deshalb sage ich, ideal wäre es, oder, wenn die Diskurse übereinstimmen. Aber ich bin schon glücklich, wenn es überhaupt einen vertraulichen Diskurs gibt, einen vertraulichen Gesprächskanal, wo man versucht, eben auszuloten, was sind trotz der Polarisierung, trotz der Meinungsverschiedenheiten, gibt es Ansätze, eben vertrauensbildende Maßnahmen zu vereinbaren, zu deeskalieren, nicht? Aber eben, ich meine, auch wieder über einige Jahre hinweg beobachtet, auch diese Räume sind kleiner geworden, nicht? Diese vertraulichen Dialogräume sind kleiner geworden. Jetzt haben Sie vorhin schon ein gutes Stichwort gegeben, der Cyberraum. Ist es absehbar aus Ihrer Sicht, dass sich das Kriegsgeschehen ganz massiv in den Cyberraum bewegen wird, weg von diesen traditionellen Situationen hin zu viel mehr digitaler Kriegsführung? Und wie soll man zwischen digitalen Kriegsparteien denn vermitteln? Also das ist in der Tat eines der großen Sicherheitsrisiken unserer Zeit. Und es passiert bereits sehr viel Bösartiges, nicht, im Cyberraum. Wahnsinnig schwierig zu unterscheiden, was kriminell motiviert ist und was politisch motiviert ist. Ich befürchte, das wird zunehmen. Da sind sich auch die Staaten bewusst, nicht? Es gibt entsprechende Bemühungen, diese Risiken in den Griff zu kriegen, aber die stecken noch in den Kinderschuhen, nicht? In der OECD beispielsweise haben sich die Teilnehmerstaaten schon vor einigen Jahren, vor 5, 6 Jahren, auf insgesamt 16 vertrauensbildende Maßnahmen geeinigt, die hauptsächlich zum Ziel haben, Cybervorkommnisse zwischen Staaten nicht eskalieren zu lassen. Also ein Krisenkommunikationsnetzwerk ist aufgebaut worden, das erlauben sollte, wenn Sie einen Verdacht haben, einer bösartigen Attacke unterworfen zu sein, dann können Sie abchecken über dieses Krisenkommunikationsnetzwerk, welche Erklärungsansätze andere haben, nicht? Und dieses System, das
existiert, nicht? Es ist allerdings erst vor kurzem zum ersten Mal jenseits von einer Übung ausgetestet worden. Und ist natürlich eine Frage auch, hat man Vertrauen in ein Ich solches wollte System? gerade Genau. sagen, ist es nicht so, dass man erst dann etwas zugibt, wenn es bewiesen werden kann? Ja, genau. Also die Attributionsfrage ist natürlich die ganz große Frage. Und wenn Sie sehen, in den UN-Prozessen, es gibt ja zwei UN-Plattformen, die sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und beide oder haben bis jetzt ja eigentlich einen großen Bogen um die Attributionsfrage herum gemacht. Und ich denke, ein Stück weit wird man diese entpolitisieren müssen, technisieren müssen, nicht? Je eher man Attributionsfragen technisch angehen kann, desto eher, stelle ich mir als Laie vor, nicht? Kann man dann solche Systeme auch zum Funktionieren bringen und ein gewisses Vertrauen nicht der staatlichen Akteure in deren Gebrauch und Nutzen kreieren. Ist die OSZE selbst als Organisation auch im Fadenkreuz von Hackern oder Cyberkriminellen? Ja, waren wir. Ja, waren wir. Es gab mehrere. Ich hatte insofern Glück, dass während meiner Amtszeit es keine größeren Attacken gab. Es gab aber zuvor, und zwar auf Feldmissionen der OSZE, gab es. Wir haben dann mit den, und das muss ich unterstreichen, bescheidenen Mitteln, die die OSZE hat, versucht, eben das ganze Sicherheitsdispositiv zu verstärken. Sie haben vorhin gesagt, die OSZE ist eine große Organisation, 4000 Mitarbeiter. Der Digitaleinsatz oder der Einsatz von Digitaltechnologie, gut, Corona hat es natürlich getrieben, Videokonferenzen und alle diese Dinge, aber das sind ja hunderte von Sprachen, die gesprochen werden von den Leuten. Verwenden Sie auch Digitaltechnologie bei Konferenzen, bei diesen Dingen, um vielleicht den Mitteleinsatz bei Übersetzungen zu reduzieren, sprich künstliche Intelligenz, die dann automatisiert oder Computer übersetzt oder andere Dinge, auch in der Überwachung von Krisengebieten, Drohnen oder solche Dinge, wo neue Technologie, auch IT-Technologie eingesetzt wird, um sich selber das Leben auch zu vereinfachen. Also vielleicht zwei Punkte. Der eine, sicher, Corona hat einen Digitalisierungsschub ausgelöst, nicht? Und in dem Sinn hat das durchaus einen positiven Effekt. Ich glaube, viele IT-Skeptiker haben jetzt gesehen, was alles möglich ist online. Es hat auch ganz klar im Bereich der Ausbildungstätigkeiten, das Capacity Building, wie man dem auf Neudeutsch sagt, nicht, hat es ganz klar gezeigt, dass viele Dinge auch online möglich sind, von denen man glaubte, es sei nur in Person möglich, nicht? Und das hat durchaus Effekte, indem der Outreach größer wird, nicht? Also Sie haben plötzlich an einem Workshop, an einem Webinar, haben Sie 150 Teilnehmer, viel mehr Teilnehmer aus Zentralasien, aus dem Südkaukasus, als wenn Sie einen In-Person-Workshop in Wien machen mit 40 Personen, nicht? Also Sie sehen, dass Leute aus Konfliktgebieten vermehrt teilnehmen, wenn sie sich online einbringen können. Also das ist durchaus positiv und ich glaube, das wird man auch post-Corona weiter nutzen. IT-Technologien im großen Stil, da komme ich wieder auf die Sonderbeobachtungsmission in der Ukraine zurück. Ich denke, das ist die Mission, die mit den modernsten technologischen Mitteln arbeitet. Also wir arbeiten dort zum einen mit Drohnen, Kurz-, Mittel- und Langdistanzdrohnen, mit über 20 hochsensiblen Kameras, die über große Distanzen
sehr präzise beobachten können, zum Teil auch mit Sensoren, mit Satellitenbildern. Und all das muss ja dann auch wieder zu einem Gesamtbild zusammengeführt werden. In dem Sinn war für uns diese SMM, diese Ukraine-Operation auch eine riesige und wichtige Gelegenheit, halt zu lernen, mit diesen Also Instrumenten die umzugehen. Lagebilder werden voll digital mittlerweile erzeugt, oder? Also das ist ein Prozess Mhm. und es hat lange gedauert, bis wir in der Lage waren, diese verschiedenen Systeme wirklich zu integrieren. Aber ich meine, man hat es jetzt erreicht oder ist nahe dran. Das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik, GCSP, dient der Ausbildung und Austausch in Sicherheitsfragen, habe ich gelesen. Ich hoffe, dass ich erzähle keinen Unsinn hier. Aber wie kann man sich denn das vorstellen? Was machen Sie denn dort? Also es ist eben, wie Sie richtig sagen, vor allem ein Ausbildungszentrum, das im Jahr über 100 Kurse, kürzere, längere, anbietet für, ich würde mal sagen, Kadermitarbeitende von Außenministerien, Verteidigungsministerien, aber immer mehr auch sind wir interdisziplinär und ziehen auch Vertreter von Privatfirmen an, die international tätig sind, für die Fragen der internationalen Sicherheit relevant sind, Nichtregierungsorganisationen etc. Also über 100 Kurse, die Sie vorbereiten darauf, mit modernen Sicherheitsherausforderungen und Risiken umzugehen. Das ist ein Teil. Ein anderer Teil ist, das Zentrum ist eine Dialogplattform zu geografischen, aber auch thematischen Herausforderungen. Es gibt Plattformen, die sich beispielsweise mit Fragen des Syrien-Konfliktes auseinandersetzen, mit der koreanischen Halbinsel. Es gibt einen Prozess, der sich mit Fragen der Rüstungskontrolle auseinandersetzt. Und dann ist das Zentrum aber auch ein Think Tank, der in gewissen sicherheitspolitischen Themenbereichen Expertise anbietet, Policy Advice anbietet. Das heißt, es dient auch sehr stark dafür, Netzwerke zu generieren, Netzwerke zu schaffen von internationalen Personen, die dann Aufsicht Personen auf deiner anderen Seite auch haben, mit denen sie weiterarbeiten und weiter kommunizieren können. Genau, absolut. Also wir sehen, dass moderne Sicherheitsherausforderungen immer komplexer sind, deshalb auch immer interdisziplinärer angegangen werden müssen. Das wiederum setzt voraus, dass Sie Akteure aus verschiedensten Bereichen zusammenbringen können. Eben, es reicht längst nicht mehr nur Diplomaten zu sensibilisieren für die Bewältigung von modernen Sicherheitsrisiken. Sie brauchen eben auch häufig Vertreter, eben beispielsweise gerade die Vertreter der Tech-Industrie sind sehr, sehr wichtig, wenn sie mit Sicherheitsherausforderungen, beispielsweise der künstlichen Intelligenz, zu tun haben, mit Cyberfragen. Wir haben gesehen, im Bereich Menschenhandel, die Menschenhändler sind sehr, sehr geschickt im Nutzen moderner technischer Mittel, im Nutzen des Internets beispielsweise, nicht nur für das Marketing, auch für die Rekrutierung, für das Waschen der Gewinne etc. Und wenn die Bösen nicht diese Mittel geschickt nutzen,
müssen die Guten das halt auch tun und versuchen, es besser zu tun. Und das geht nur im Verbund, nicht zwischen öffentlichen und privaten Akteuren. Und wir haben in der OECD erste positive Erfahrungen gemacht im Bereich Menschenhandel über eine Kooperation mit der Tech-Industrie. Jetzt verlassen Sie Wien mit einem lachenden oder einem weinenden Auge. Ja, schon mit einem weinenden Auge. Ich hatte jetzt das große Privileg, 5 plus jetzt fast 4 weitere Jahre in dieser Stadt leben zu dürfen, die schon eine ganz, ganz tolle Lebensqualität bietet. Und abgesehen davon, dass ich mich hier beruflich verwirklichen konnte, ist die Stadt natürlich kulturell unheimlich reichhaltig. Ich finde, sie hat gerade die richtige Größe, nicht groß genug, um vieles zu bieten, aber kein Moloch, der einen schluckt, nicht. Ich habe auch die Natur sehr genossen hier. Ich bin ein begeisterter Mountainbiker. Ich werde den Wienerwald werde ich sehr, sehr vermissen. Ja, also das ist schon ein weinendes Auge. Aber gut, das Positive ist, Wien ist nicht so weit von der Schweiz und selbst auch nicht so weit von Genf weg. Also ich denke, man wird mich von Zeit zu Zeit wieder hier sehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute in Ihrer neuen Rolle, auch für Ihre weitere Zukunft. Ich denke, das wird noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Ja, weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für Ihren Besuch bei mir. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.